Die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks öffnet seine erste Filiale in Italien. Das Mutterland des Espresso mit seiner großen Kaffeekultur und mehr als 57.000 Cafés gilt als besondere Herausforderung für die Amerikaner. Starbucks-Gründer Howard Schulz soll bei einem Italienbesuch vor 35 Jahren die Idee für sein eigenes Café bekommen haben. Jedes Jahr werden in Italien 6 Milliarden Tassen Espresso serviert. Ob der Kaffeeriese es schafft, die Herzen der Italiener zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Der Preis für einen Espresso liegt bei 1,80 Euro, fast doppelt so hoch wie in den traditionellen Cafés der Stadt. Dafür möchte Starbucks mit seinem neuen Vorzeigehaus punkten. Die Mailänder Filiale ist mit 2300 Quadratmetern die größte Europas, untergebracht in einem historischen Postgebäude. Ich habe Starbucks Kaffee probiert und ich bleibe absolut beim italienischen Kaffee. Wahrscheinlich werden Touristen Starbucks mögen, aber in Italien gewinnt immer der klassische Kaffee. Ich freue mich. Ich bin schon viel gereist, zum Beispiel nach New York, und Starbucks war immer sehr nützlich. Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstag öffnet die Filiale ab Freitag für Kunden. Im Laufe des Jahres sollen weitere Cafés in Italien folgen.